So, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8:30 Uhr, 25. März 2022. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir nehmen eine Big Number, geringes Risiko. Wir haben eine Big Number mit dem Daily Pivot in der Kombination. Das heißt, 14.300 liegt der Daily Pivot und hier platzieren wir die erste Box, schauen einmal in die gestrige Vergangenheit, 20,5, 22, sehr abends, spät abends, 29, eine 32er und 68. Insgesamt hatten wir gestern eine Trading Range. Gestern am 23. hier war der Eröffnungskurs dann direkt das Gap geschlossen. Sit von 396 Punkte. Das ist okay. 326 Punkte war jetzt am Vortag. Gestern war natürlich hier 197. Auch das ist okay. 197 Punkte gestern. Die Vola Box. Schauen wir mal, wo die reinkommen. Vola Box kommt rein bei 14.357, so der Forecast. Wir sind jetzt bei 14.288. Wir schauen uns kurz einmal den Wetterbericht an und gehen kurz mal rein hier in Bitcoin. Neues Chartfenster, Zickzacklinie. Gehen auf Daily Long, 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch. Also Bitcoin sieht Long aus. Dow Jones, Daily Long, 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Short. S&P 500. Daily Long, 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Short. Technologiebörse Nasdaq. Daily Long, 4 Stunde Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Öl. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten Short. Gold, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 auch Short. Und der DAX, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Short. Also hier unentschieden. Zack. Und wir sind mit der Big Number. Die ist scharf geschalten. Wir sehen es. 14.300. 14.300. Und dann schauen wir mal, wohin der Kurs sich bewegt. Aufpassen, wir haben hier mit Daily Pivot ja eine spezielle Marke. Wir wissen, dass der Kurs da sich etwas länger aufhalten könnte. Gucken wir mal, wie weit wir bis 9 Uhr hier hinkommen. Meld mich dann gleich nochmal. Der MTX Trade ist in den Gewinn gelaufen. Order History Indikator.
ersten Anlauf. Wir sind long nicht reingekommen. Short ist reingekommen mit etwas höherem Risiko. Wir sehen es hier. Und wir sind in der Big Number jetzt auf dem dritten. Und gehen hier auf die 50. Hier haben wir eine gute Level hier. 64 erstmal. Ballas, guten Morgen. So, der Markt geht jetzt noch ein Tickchen weiter runter. 03, 60. Schauen, ob er uns rausholt. So, es fehlt noch ein Punkt. So, Landeanflug und wir sind raus aus dem Trade. Raus aus dem Trade. Das war der Eröffnungstrade. Wir haben auf angepasst gedrückt, haben ein bisschen mehr mitgenommen. Wünsche den YouTubern für unser Videotagebuch alles Gute, schönes Wochenende und wir hören uns Montag. Wir machen im Live-Trading-Raum hier noch weiter. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf...